Rare. Rare. Schöne Musik. Ich bin Robinson Crusoe. Und ich bin Freitag. Okay. Das hast du dir aber einfach gemacht. Ja. Das ist ja sowas, keine Ahnung, einen anderen irgendwie. Montag vielleicht. Oder bin ich Crusoe? Achso, ich dachte jetzt eigentlich mehr so einen anderen literarische Figur mit, also, mit Seefahren oder sowas. Captain Blaubeer. Zum Beispiel. Captain Blaubeer. Das ist Captain, doch Captain Blaubeer. Captain Blaubeer ist doch wesentlich cooler als Freitag. 16-Bit-E-Gitarren. Northern Tibet, Asia. Schlümpfen in Asia. Eigentlich müssten die Schlümpfe auch so ein Videospiel-Cover, das wäre vielleicht was Neues. Hm. Die Schlümpfe Techno-Videospiel-Cover. Was könnten die dann so machen? Also Schlumpftroopers? Schlumpftroopers, Donkey Kong Schlumpf, Schlumpfy Kong Country. Ja, Schlumpfy Kong oder Donkey Schlumpf. Donkey Schlumpf Country. Donkey Schlumpf, nee, Donkey Schlumpf Schlumpfenland. Bei Country. Donkey Schlumpfe. Oder auch Schlumpfanigma. Secret of Schlumpfamore. Schlumpfquest. Schlumpfquest. Mystic Schlumpf Legend. Wir können auch hier mal für irgendwann so angespielt, auch mal das Schlumpf in die S-Spiel nehmen, das ist gar nicht schlecht. Ja, Super Nintendo finde ich auch gar nicht schlecht. Super Schlumpf. Das Super Nintendo-Spiel ist aber arg schwer, finde ich. Das ist schwer. Das Endkommand ist noch schwer. Das kenne ich gar nicht. Das ist noch schwer, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir auch mal irgendwann anfangen zu spielen. Genau. Okay. Was war. Ich glaube, B ist das, wo man sich nicht gegenseitig treffen kann. Ich hoffe mal. Wir versuchen es einfach mal. Ansonsten müssen wir neu starten. Ja, das können wir nicht. Wenn gegenseitig treffen, kommen wir nicht weiter. Können wir leicht vergessen. Das Schöne an Battletoads ist, man braucht nur zwei Tasten. Das heißt, mit Tastatur ist es eigentlich, glaube ich, sogar gut machbar hier. Man braucht hier nur schlagen. Oh, testen wir mal. Sieht gut aus, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Erstmal gut eine reinkriegt. Ja. Ach, dieses Spiel ist so toll. Ja. Ich hoffe, das ist nachher gut synchronisiert dann. Das Videomaterial und. Ich werde es zurecht stutzen. Wunderbar, das muss ja hier jetzt auf die Sekunde passen. Da kommen gleich zwei raus, wir müssen noch erstmal weiter. Okay. Links oder rechts? Ich glaube, wenn ich einfach in die Mitte stellst, dann kannst du auch beide mit einmal, aber mein Ding kümmert uns. Irgendwie wird es auch schon spontan. Pigs will fall. Ich glaube, können wir. Ja. Auch wenn die Probe. Ich bin ja gespannt, wie auf den Turbotunnel. Beim letzten Mal war ich ja sehr wahrscheinlich sehr verzweifelt. Ich habe den Turbotunnel ein, zwei Mal in meinem Leben geschafft und einmal Battletoads durchgespielt, aber das war auch. Ich plane nicht, das nochmal zu schaffen. Also. Und ich rechne nicht damit, vielleicht ist besser gesagt. Ich mag die Bonus-Levels bei denen. Oh ja. Irgendwie fehlt mir aber noch die Taste, wo ich die hochheben kann. Ich dachte. Ah ja, doch, kann man. Ich kann sie dir zuwerfen und du machst einen Sprungkick und haust ihn. Eins, ne, zwei, drei. Ah, schade. Ah doch, noch. Irgendwie noch getroffen, ja. Sehr gut. Was ich halt auch an Battletoads mag, ist vor allem, dass jedes Level komplett anders ist. Also ja. es gibt kein weiteres Level, was jetzt so ist wie dieses hier, wo du einfach nur nach links und rechts rennst und Leute verprügelst. Gab's da nicht die NES-Version? Die NES-Version ist ganz ähnlich, die ist aber, finde ich, noch einen Tacken schwerer. Noch schwerer? Ja. Die hier ist noch relativ mild, vor allem, weil man hier sich im Zwei-Spiele-Modus nicht gegenseitig treffen kann. Das hast du dort nicht. Dort hast du auf jeden Fall, dass du dich gegenseitig triffst. Okay, ich sollte vielleicht nicht versuchen, in die Flammen reinzurennen. Nee, die, also Froschschenkel und so. Weiß ja. Achtung, da fällt gleich mit Erde runter. Und oh, die Lava, schön Parallax. Und go. Ach. Genau, so macht man Ditte. Oh, Ditte. Du fängst schon. Muss man wenn ich hier schon in Berlin, in der Landeshauptstadt. In der Reichshauptstadt. Aber ich muss springen, ich hasse springen. Also bis jetzt läuft es ja verhältnismäßig. Ja. So, weg mit euch. Ihr Dinosaurier-Skelette mit Menschenköpfen. Ihr Ungeheuer. Oh, Suplex. Jetzt hast du mich gerade angespuckt. Entschuldigung. Ja, passiert im Eifer des Gefechts.
Bei Battletoads kann man das schon mal. Battletoads kann man sich ruhig gegenseitig mal anspucken. Ich meine, man spielt ja auch Frösche, das ist so eine schleimige Angelegenheit. Ich spiele wenigstens den coolen Frosch. Ich mochte Rash, also den grünen Frosch, immer ein bisschen lieber, weil er eine Sonnenbrille hat. Sonnenbrillen sind cool. Oh, was hat hier? Schwarzer. Ja, das ist das Stierschwein. Ein schwarzes Schwein. Ich vermute, jeder lumpige Let's Player auf diesem Planeten, der Battletoads gespielt hat, hat schon einen Witz über das schwarze Schwein gemacht. Also machen wir lieber Witze über den pinken Bikini. Genau. Der ist irgendwann bestimmt wieder in Mode. Das ist schon möglich. Irgendwann sind das coole Outfits für coole Schlümpfe. Und jetzt hast du ihm den Boot gegeben. Das müsste auch, glaube ich, bald. Obwohl, hier kommen nochmal Gegner raus. Hier kommen, glaube ich, drei von denen. Das hat er mir den Bauchbums gegeben. In die Ecke drängen und dann. Ja, mich aber mit. Oh. Geht auf den Finger. Das Viechzeug! Oh, noch einer. Schade, ich wollte das runterschmeißen. Oh. Oder du besiegst ihn einfach. Auch das ist im schönen, fetten Fußtritt. Oh, Vorsicht. Ui. Und kann man leicht nach unten fallen, wenn man hier doof nach unten drückt? Ja. Oder auch nicht. Go. Skulpturelle Kunst hier. Ja, das könnte. Schlumpf. Achtung! Ah, ja, Mist. Diese Fallen, das sind echt miese Fallen. Bereit? Und jo. Go. Oh nein! Bitter. Ja, dann ist es das wirklich. Ich mache mach meine crazy Tricks halt nicht. Mies. Achtung, jetzt kommt der Boss. Ja, noch ein bisschen. Auch schöne Animation. Ich meine, die Gesamtpräsentation ist einfach super von dem Spiel. Ja. Ich mag die Musik auch. Ja. Und die alte Truppe von Rare, die ist jetzt nicht mehr zusammen. Also in der alten Formation. Ich möchte es bezweifeln. Dammit. Ab der Hälfte nochmal. Da bist du. Und go. Obwohl, nee, nicht ganz die Hälfte, wie war es ja schon fast am Ende. Ich glaube, den blöden Vulkan nochmal, glaube ich, leider nochmal. Starte da oben, die fährt runter, wa? Ja. Schön unten bleiben. Ist ja mies, wenn das in dem Level immer endlich ändern würde, dann nachdem. Das wäre richtig mies. Auch allein, dass es die Tatsache gibt, dass es eine Option gibt, wo man sich gegenseitig verletzen kann. In dem Spiel. Achtung, spring. Sorry. Okay, jetzt nochmal Schwein. Schwein. Ja, komm, wir sind das erste Level. Ja, das kriegen wir schon. Also wir schaffen die ersten drei, würde ich sagen. Also das dritte ist ein Bonuslevel. Er hat immer an den Rand gehen, wenn er angesprungen kommt. Weil der killt dich sofort, wenn er auf dich drauf springt.
Jetzt, genau. Und jetzt sind wir drauf. Und jetzt wieder weg. Auf jeden Fall verhindern, dass er aufsteht. Der springt nie ganz am Rand an. Genau, an einem Rand bist du safe, wenn er angesprungen kommt. Ich versuche halt immer noch irgendwie einen extra Treffer reinzukriegen oder sowas. Einfach damit es nicht so lange dauert. Weil wenn er einmal weiß, wie es geht, ist der ja nicht schwer hier. Okay. Ja. Aber ihr enthauptet den alten Ganon. So, ich will meinen Triforce haben. Und die Dark Queen. Dark Queen. Schon, die ist schon. Ja, ja, schon eine richtige Dark Queen. Ja. Obwohl, eine richtige Schnitte. Obwohl, eigentlich ist nur der Körper, weil ich finde, das Gesicht könnte auch einem Mann gehören, wenn man ehrlich ist. Und sei er, ich meine, er ist sowieso noch mein. Erster heißeste überhaupt. Der Gockel oder Geier oder was auch sein soll. Was soll das für ein Tier sein? Mischung aus Adler und. Ich hätte jetzt eher auf Geier getippt. Oh, geht schon los hier. Pro Tipp, also mir gelingt es selbst eigentlich so gut wie nie, wenn du eine einzelne von diesen Wespen sechsmal auf der Luft balancieren kannst, kriegst du ein extra Leben. Das frage ich jetzt mal. Ich werde es mir merken. Das sind halt richtige Gitarrenklänge oder irgendwas. Jetzt wird es erstmal konzentrieren. Ja, das hier geht noch. Nachher wird es schnell hier. Jawohl. Wieder mit den Baumschlangen oder was auch immer. Baumparasiten, was ist eigentlich für eine Existenz hier für die? Die sind offensichtlich höher entwickelte Lebensformen. Das ist auch eine ziemlich langweilige Existenz. Ja, eben, die ja wirklich dann den ganzen Tag... Achso, jetzt kommen die Ratten angeflogen. Ich glaube, unten bist du so gut wie immer sicher. Also ich sowieso, weil ich ein bisschen kleiner bin als du. Also die letzte Ratte wird dich treffen. Weil die ein bisschen niedriger kommt. Weißt du, wann die letzte kommt? Oh, doch nicht. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Okay, ich vergiss es. Mich hat die letzte Ratte mal getroffen. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ist eins dieser Spiele, die mich als Kind auch mal super frustriert haben, weil es echt Spaß macht. Und dann ärgert sich, weil du halt durch ein blödes Rennle, wenn ich durchkommst. Ich bin auch sehr... Musst du schnell besiegen? Weil die Blitze, die sind tun weh. So komme ich gar nicht erst in die Verlegenheit, auf Schusshöhe von denen zu kommen, wenn ich das so mache. Muss gegen den Rand drücken und dann schlagen, dann machst du so einen Move. Meine Konzentration lässt mein Rede. Ja, mein Baby auch. Das ist halt nicht unbedingt das beste Spiel zum Vorführen, aber wir haben es gewählt und wir stehen dazu. Wir hatten einfach den letzten Lust nach dem ganzen Schrott, den wir gespielt haben. Nach dem ganzen Schrott, den wir gespielt haben, noch was Gutes zu spielen. Jetzt würde ich gerne mein Gesicht sehen, wie ich hier gerade krampfe. Und jetzt ein bisschen Konzentration. Ich sag ich und werd sich mal getroffen. Oh Gott, bloß nicht. Weil das ist danach das Level vorbei. Nein! Oh, es macht so Spaß, aber es ist... Ich glaube, wir machen jetzt mal kurze Pause, weil es ist schon 14 Minuten.